Geradlinigkeit, naja. Aber Goldeffizienz, das ist mein Ziel. Ansonsten würde ich ja auf Casual spielen, ne? Wenn es keine Herausforderung sein sollte. So. Das kann ja auch nicht sein, dass ich da ewig dran sitze, von daher... das wäre fürs LP sehr gut. Na, mache ich einfach mal. Mal gucken. Wenn es keine Herausforderung ist, machen wir die nicht wieder fortgeschritten. The desert explorer sniffed out a rare substance called Karasarm. The first deposit is near some debris from the crashed spacecraft. That stuff's worth a fortune. Lucky for us, our units are equipped to automatically collect it. Tech's still in its testing phase. Guess we're about to find out if it works. Start at the chopper drop-off area, marked on the map. Your objective is the control point. Our researchers will meet you there to check if the equipment's working. Yo. We've identified a number of Karasarm deposits in the area. Collect as much of it as you can. Once we've grabbed the Karasarm, we can cash it in. Now plan your route and move out. Ich denke mal, wir sollten das hier mal alles ansammeln, weil das Zeug eben halt doch verdammt wertvoll ist. Auch wenn dafür unsere Gradlinigkeitswertung drauf geht. Ich sammle es alles ein. Ich spiele nur auf Casual. Ich kann es nicht einsammeln. Ever heard the phrase money wins wars? Well, you just got a whole load more of it, thanks to all that Karasarm you've collected. Keep up the good work. Naja, viel ist relativ, ne? Das war ein bisschen, ne? So. Dann geht's gleich weiter. So, ein kurzer Schnitt. Und weiter geht's. Special delivery boys, just what you've been waiting. Ja, von wo denn? Ach, das ist eine Steam... Ah. Ihr kennt auch die Weihnachtsaktion, oder? Ich sehe gerade, dass das Spiel anscheinend von den Entwicklern nicht sehr oft abgedatet wird, sagen wir mal so. Aber, ja, was erwartet man von so einem Spiel eigentlich? Okay, auf fortgeschritten hätten wir die Einheit schon lange verloren. Vor allem, da wird es, glaube ich, auch gar nicht so schnell reparieren. Okay, da wir nur auf Casual spielen? Scheiß drauf. Ich will Vollwertung, ich will alle Gegner killen. Vielleicht krieg ich ja noch Bock dafür. Nee. Strategische Karte, wir haben noch so einen... Man sieht, wir kriegen für das Clearen von den Zonen... Zeug. Gradlinigkeit ist mir eigentlich scheißegal. Den Einschuss habe ich für ihn abgefangen. Bling. Ich mag das so. Leider leveln unsere Einheiten hier nicht. Wieso, der Vater doch direkt rein? Bling. Santas Schwert-Challenge. So. Da machen wir jetzt ja mal geradlinig weiter. Geradlinig gleichförmig. Genau so. Ein bisschen im Kreis fahren. Und Wasser. Aber wusste ich gar nicht, wenn wir diese Stellungen zerstören, dass wir da was kriegen. Interessant. Hätte ich mir mal für die letzte Mission merken sollen. Es gab nämlich eine Menge kleine Stellungen. Wir haben ja die größeren und schade, ich kann nicht aus der Map raus. Naja. Was soll's. Aber da können wir dann weit runter scrollen. If you want to speed things up, I think I've got just the thing. Ah, können ein bisschen vorspulen. Nett. More goodies inbound. Santa Claus. I see one. Take him out. So, holen wir uns etwas Zeit. Und ich denke mal, wir holen uns wieder einen zweiten Crawler. Na, falsches Menü. Ne, ein Crawler kostet ja nur 25. Schade. Miep, miep, miep. Autsch. Hell yeah! Jetzt holen wir uns aber einen zweiten Crawler. Ready for battle, sir. Na, ihr sollt hier auf den schießen. Area secured. Weil wir wollen hier das Gebiet sichern. Weil auf fortgeschritten, ich glaube nicht, dass das so einfach möglich wäre. Aber ey, fürs Let's Play, warum nicht? Zack, und noch ein. Naja, schade. So. Die Halbpunkte-Einheit wieder hochheilen. Halbwegs. Was war das denn jetzt? Aha, wir sollten 14 von den Dingen einsammeln und haben das von dem Erfolg bekommen. Shit, den kann ich jetzt nicht mehr, den kann ich jetzt auch noch. Dann muss ich hier noch einfach und dann nehmen. Mist! So. Ja, ich denke mal, das passt, ne? Von der Strecke und das mal mit dann. Uah! Das Ding sieht fett aus. Wo müssen wir überhaupt hin? Das Ding sieht wieder fett aus. Ich bin dafür, dass wir jetzt hier erstmal um das Ding da rumfahren. Sieht mir irgendwie halbwegs brauchbar aus. Als Idee. Ne, ich habe erst 95. Als nächstes käme nämlich wieder ein APC ranzukaufen. Vorsprung. Ich mag diese Vorspulfunktion. Ich meine, die sind natürlich nicht die schnellsten, ne? Aber wieso musst du eigentlich einen Durchbruch machen, wenn jetzt hier irgendwelche Helikopter dauernd rein und rausfliegen? That's fine work, Commander. Keep this up and HQ will send you a fruit basket. Now let's go and see how well that Karasarm collecting equipment worked. Something's not right. This equipment hasn't been calibrated right. Ah, Dreck. That's more like it. Now we've got some cash to burn. We can spend this cash on additional units and upgrades. Upgrades. Ich denke mal, da dieser APC hier. That's enough for now. We've got work to do. Dauernd für uns einsteckt. Kriegt auch die Upgrades. There's an evac point to the west we can extract you from, but you've got to make it there first. Nee. If you know what's good for you, stay clear of the northern part of the city. Intel spotted a whole lot of unidentified targets there. Plan your route. Good look out there, Commander. Ich denke mal, wir machen jetzt hier die Ziele platt, weil, na, scheiß drauf eigentlich. Eigentlich würde ich es jetzt machen, aber ne. Scheiß drauf. Obwohl, ne, wenn wir die Einheiten... Wir werden sehen, ob wir die Einheiten übernehmen werden. Weil, wenn wir sie theoretisch übernehmen... We're picking up an explosion ahead. Break right now. Dreck. Jetzt machen sie keine Brutzeldinger mehr. Jetzt machen sie hier brennen, ne? Auch gut. Enemy target in range. Open fire. Episch.